Ich begrüße euch herzlich zu einem geilen Projekt. Ich glaube, beste Projekt, was wir je hatten. Beste. Beste Projekt. Wir nehmen nämlich Civilization auf. Civilization 4, eher gesagt. Weil das, keine Ahnung, das ist so actiongeladen, dieses Spiel, dass wir haben uns gedacht, wir nehmen das einfach auf. Das ist pure Action. Das ist richtig, das ist wirklich pure Action. Ey, ich hab hier keine Ressourcen. Ja, ich habe hier genug, ey, wenn du das so meinst. Ich stelle mal den Sound noch leiser. Ach, da sind ja welche, gut. Ja, geil. Ja, oh, geil. Ja, geil, ey. Wir spielen gegen drei KIs. Ja. Falls jetzt unter euch irgendwelche krassen Civilization-Cracks sind, weißt du, die alles über dieses Spiel wissen, das kann ja gut Die sein. hauen wir. Hä? Die hauen wir. Ich meine halt, wir können halt nicht, die können ja nicht davon ausgehen, dass wir so Profis sind. Doch, ich schon. Die lassen öfters eigentlich alles automatisch machen, weil, ja, keine Lust. Und hey, sieht man jetzt leider nicht. Wir machen das so, wir sind nicht in einem Team, aber wir werden nur auf den Computer Ja, gehen. richtig, also wir sind schon im Team, aber wenn man im Team spielt, ist halt unfair, das ist halt die Kacke. Weil man da doppelt forschen kann. Ja, richtig. Das wäre dann doch zu einfach. Und dann haben wir schon mal gemacht und da waren wir schon, haben wir schon Gewehre und der Gegner hat noch mit Sperren gekämpft und das war dann, was soll ich dazu sagen, es war nicht Ihr habt sehr die Jagd entdeckt. Es war ein sehr hässlicher Krieg. Richtig. Es soll Frieden herrschen, Justinian der Erste. Nein. Boah, was für ein Maulwurf, er macht doch Frieden. Ey, kann ja nichts für, wenn er hier rumläuft, der Affe. Ey, wer hat denn jetzt hier schon Dings? Buddhismus. Justinian der Erste. Wo weißt du das? Weil ich ihn noch entdeckt habe und er hat das gerade entdeckt. Das begreife ich nicht. Die ersten Runden sind noch sehr spannend. Wir drücken Also eigentlich ich nur finde das weg. schon spannend. Also Ich mag das Spiel, hallo? ich mag das Spiel auch, sonst würde ich das nicht machen, ne? Ich glaube, sonst hat niemand dieses Spiel aufgenommen. Ja, das halte ich für ein Gerücht, aber. Aber nicht so cool wie wir. Ja, klar, das Ihr ist habt die natürlich dann wieder eine Tierzucht. Schippe extremer, ne? Ja, richtig. Das ist Extreme Civilization. Ich weiß auch nicht, wie lange das geht. Und wie lange eine Folge gehen wird. Ich glaube, so eine halbe Stunde oder so. Halbe Stunde hört sich gut Da an. passiert ja nicht viel. Ey, ich werde hier schon angegriffen. Ja. Ja, sicher. Vom Barbaren. Von Bären. Ja, die zählen ja auch zu den Barbaren. Baba? Baba. Nein, schon wieder. Baba, der Der Elefant. Elefant. Ihr habt das Ist wohl bekannt Bogenschießen entdeckt. im ganzen Oh nein. Afrikaland. Keine Ahnung, wie das Lied geht. Im ganzen Afrikaland. König, ey, des Ja. Dschungels. Jawohl. Oder ich weiß gar nicht, was als was er gilt oder so. Was ist das denn? Was ist Wolf? das denn? Ja, bei mir Ey, passiert warte, noch warte, warte. gar nichts. Das ist jetzt aber echt ungemütlich hier. Wir können auch nicht, wir hätten, hey, eigentlich hätten wir es aufnehmen müssen, dass wir so dualmäßig aufnehmen. Und dann. Dual? Ja, stimmt, aber es wäre doch zu Ich glaube, viel. es wäre Es zu gibt. viel Aufwand einfach. Also, müsste man mir die ganzen Dateien schicken, weißt du, und dann. Ach. Das wäre zu viel Aufwand. Das wäre eine. Und zu viel Aufwand ist halt nun wirklich nicht unser Style. Das stimmt, ey. Wir sind da ja nicht so die Freunde von. Deswegen machen wir das immer so schidimili. Ihr seht zwar jetzt nur mein Zeug, aber das ist ja egal, weil ich mache ja das gleiche wie Haze in dem Sinne, ist das ja. Ja? Ja, ich vielleicht Ey, ich bin andere. umzingelt von Wölfen und Löwen. Ich komme nicht Ja, bei raus. mir ist gar nichts, ey. Ich habe friedliches Land. Die hassen mich, die Tiere. Na klar, die mögen dich nicht. Alter Lachs. Ich begreife es nicht, dass sie dich nicht mögen. Das begreife ich nicht. Ah, ich weiß gar nicht, was ich gerade hier so forsche. Das ist, glaube ich, alles Schrott, aber ist egal. Bestimmt rasten die Leute gerade schon aus, ey. Ihr habt Ah, die Titanic was ist entdeckt. das denn für ein Scheiß? Du Noob. Du Noob, ey, ich kann ja mal so ein bisschen das Interface hier erklären, eigentlich, oder? Ach, das ist doch lame. Das stimmt. Aber kannst du es nicht machen, wenn du magst. Kann mich zurücklehnen. Was haben wir denn hier? Wir haben oben. Was ist das alles? Ich kenne das auch nicht.
Das ist ja keine Ahnung. Ach so, das ist ja Auflistung der Städte. Das ist meine Schatzkammer, da ist natürlich noch nichts drin, weil ich nur ein dummer Bauer bin. Ja, selbst ich Hier wähle ich weiß. meine Staatsform aus. Irgendwie ist das abgeschnitten, weil ich weiß auch nicht warum. Aber pff, was soll man machen? Da steht auch irgendwas, aber ich kann es nicht lesen, weil das abgeschnitten ist. Ich weiß auch nicht. Wo denn? Bei mir ist das abgeschnitten. Wo denn? Militärberater zum Beispiel steht oben bei mir nur halb auf dem Bildschirm. Und was haben wir denn noch hier? Ja, Forschung, das kennt man ja auch, was da so alles gibt. Dann die Religion, wann die gegründet wurden. Irgendwas mit Gründungsdatum, große Wissenschaft, irgendwelche Unternehmen, keine Ahnung. Ey, ich kann es nicht lesen, da steht da irgendwie so nur Da halb mach drauf. weiter. Und Siegesbedingungen, ach halt der ganze Schmarrn, den man so kennt. Man muss eigentlich kaum was machen, ey. Man baut einfach irgendwann Einheiten und prügelt sich, wenn man Bock hat. Oder man macht es anders. Wir haben noch diplomatisch, aber weiß ich gar nicht. Hast du diplomatisch eingestellt? Ja, klar. Ach, Scheiße! Und Vorherrschaft und sowas und kulturell. Vielleicht läuft es einfach darauf hinaus, dass wir uns nachher sowieso einfach nur mit Atombomben zuwerfen und dann. Kennt man ja. Also, kennt man? Ja. Ihr habt die Landwirtschaft entdeckt. Ihr habt die Landwirtschaft entdeckt. Was ich schon alles entdeckt habe. Ja, ich muss sagen, ich bin noch sehr unterentwickelt, ey. Willkommen, ich bin Ludwig der 14., Staatsoberhaupt des mächtigen Volkes von Frankreich und das attraktivste und bestangen gezogene, was? Bestangen gezogene Individuum ist ganz, ja, okay, es soll Krieg herrschen. Nein, natürlich Frieden. Erstmal Frieden. Ich bin mal gespannt, wie groß die kleine Karte ist. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Aber Standard war, glaube ich, schon immer zu groß. Hm. Und dann musst du mal 10 Jahre warten, ey, bis deine Truppen mal sonst wo sind. Wollen wir denn die Stadt Antium? Mit einer Bogenschütze. Ich muss dich mal finden, ey, damit ich mal zeigen kann, was so abgeht bei dir. Ist nicht spannend gerade bei mir. Naja, auch nicht. Also am Anfang ist es wirklich sehr, sehr, sehr überhaupt nicht Ich spannend. werde gerade von Wölfen und Löwen angegriffen gleichzeitig. Ja. Aber Geil, die können ja nichts, ne? ey. Ja. Sklaverei kann ich jetzt als Gesellschaftsstaatsform nehmen. Aber Sklaverei ist scheiße, das nehme ich nicht. Ja, da bin ich auch kein Fan von. Der ist auch echt schlecht hier in dem Spiel. Weil, Ihr habt die Hinduismus wurde entdeckt, ich Bronzeverarbeitung. glaub's nicht. Ja. Hast du Religionswahl frei gemacht, oder? Ich glaube nicht. Dann brauche ich ja ein bisschen, bis ich mein Christentum kriege hier als. Ja, das stimmt. So. Na, das ist ja komisch. Jedenfalls Ludwig hinter uns. Ja, Justinian auch. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin Erster, weil ich so ein krasser Player bin. Ihr habt die Mystik entdeckt. Vielleicht sind wir auch gar nicht auf der gleichen Insel. Das wäre natürlich Nicht auch optimal. ganz witzig, ne? Aber, ja. Wir müssen sehen, wie sich das hier entwickelt. Kann man aber ja noch nicht sagen, was hier passiert. Nee. Das ist mal ein schöner Kontrast zu so Street Fighter, weißt du, du kannst kloppen und hier so ein bisschen den Aufbau einer Zivilisation so zu beobachten. Kann auch ganz schön sein. Ja, klar. Vor allem für uns, das ist nämlich echt chillig. Das ist echt chillig, ey. Wir machen eigentlich sowas wie immer halt. Normal spielen wir noch mit Moritz zusammen. Ihr habt die Steinmetzkunst entdeckt. Und Und Nico auch Nico, manchmal. ja, Nico auch noch, ja. Aber. Die können sich gar nicht an unserer Klasse messen, deswegen ist das. Haben wir gedacht, nehmen wir nur zu zweit auf. Moritz ist nämlich so einer, der mal cheatet. Ja. Der stellt sich dann extra auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad und sagt dann, boah, bin ich gut in dem Spiel. Und dann. Sagt niemandem davon Ja, was. genau, er sagt nichts, ey, aber also prahlt dann immer mit rum, wie gut er doch gerade ist. Ich habe nur das Empfohlene geforscht, jetzt bin ich extra so weit, ey. Ich verstehe das gar nicht. Ja, und Nico ist halt einer, der
Er ist ein schlechter Kommandant, ey. Wenn ihr mal irgendwie Krieg ist, ey, den will ich nie als Feldherr engagieren. Das endet immer in einem Desaster. Ich würde es tun. Beginnt Krieg. Und dann geht er zu den Truppen hin. Seine Truppen sind dann tot zum Gegner. Und dann macht er wieder Frieden, weil die tot sind. Tja. Stimmt die Gebete an. Was hast du jetzt? Juden. Was hab ich denn da? Was hab ich denn da? Das Judentum. Wer ist das denn? Hannibal. Hannibal. Ja, wir spielen Civilization 4 auch noch, weil bei 5 gibt's keine Religion, voll dumm. Und, das ist schon nicht klug. Und wir haben 5 nicht. Kommt auch noch dazu. Ich hab alle. Ja, geil. Ich hab nur 4. Ich hab sogar 7. Zukunftszivilisation. Da gibt's auch schon Dings, iPhone und so. Und Hoverboards. Ja. Wieso sind die Barbaren hier überall? Bei mir ist gar nichts. Vielleicht hast du eine Insel für dich alleine, aber es kann ja nicht sein. Nee, der Justinias ist ja bei mir. Ja, deswegen. Geil, ich habe Eisen bei mir. Die Eisenverarbeitung entdeckt. Was habe ich? Ja, hier oben sieht man mein Gold. Und zu dem Gold sieht man noch, kann man noch Forschung, wie viel man Geld in Forschung stecken will und in Spionage und sowas. Weil wir spielen mit Add-ons, muss man auch noch erwähnen. Das stimmt. Zwei Add-ons oder so gab's. Mit denen zocken wir. Add-onsen. Ja, Add-ons. Onzen. Geil. Was dauert das? Was dauert das so lange? Ja, ich bin echt alleine, glaube ich, mit dem Knecht auf einer Insel. Bist du lila? Ja. Dann bist du nicht. Ach nee, das ist Ludwig. Ich glaube, wir sind echt auf verschiedenen. Ja, das ist ja schön. Meinst du? Ja, ich finde das schon gut. Denn ich habe hier 2 Gegner, dann hast du nur einen Gegner. Das ist ja geil. Das ist richtig, richtiger Luxusgrad für dich. Finde ich richtig gut, ey. Ihr habt die Schrift. Dann muss ich nur den Typen da irgendwie in Schach halten. Das heißt, du wirst das Spiel am Ende tragen. Ja. Problem ist immer, der Computergegner rastet einfach irgendwann aus. Das heißt, man muss ihn schon frühzeitig in die Schranken. Oh! Richtig, ey, das macht er dann. Und dann. Kommt dann mit Stormtroopers. Ey, geil, kennst du Galactic Battleground von Star Wars? Das mit der Age of Empires 2 Engine ist das Starcraft. Nicht Starcraft, okay. Star Wars. Ja. Und es ist halt. Es ist einfach Age of Empires, weißt du, nur mit Star Wars Figuren. Oh, ist doch nicht schlecht. Das ist es auch nicht, ey. Da kannst du Wookie spielen und die haben da so geile Gleiter, ey. Wo ich die Meditation entdeckt. Ja, richtig. Wo ich mitfliegen, ey. Was gab's denn da alles für, ich überleg gerade, was da für Völker gab. Es gab das Galaktische Imperium, ist ja klar, Rebellen, Handelsföderation, Wookies, Naboos, ey, geil. Gangens? Ach Gott. Ich habe immer links gespielt, Galaktisches Imperium. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also so AT-ATs, AT-STs, ATP-Ts hat es. Also. Die gibt's doch gar nicht. Klar gibt's die, ey. Was er labert, ey, Mann. Gar sogar der On für, ey, Clone Wars, ey, dann, also nicht. Klonkriege, nicht von der Kinderserie Clone Wars, sondern also Klonkriege und dann hattest du auch noch die die Klonkrieger da. Kinderserie? Ja. Welche Kinderserie? Star Wars ist also Clone Wars. Okay. Kennst du die nicht? Die ist so animiert, also 3D. Ach, das! Ja. Ja. Ich tue das in meine Kategorie Kinderserie. Ja, kommt ja auch hin. Irgendwie. Ist ja eher für die Kleinen, um den mal Star Wars näher zu bringen. Für die Kleinen. Dann gucken sie sich natürlich erstmal Episode 1 an, weißt du, damit sie denken so.
Boah, ist der Film schlecht. Ja, hoffe ich mal. Für alle, die nie Star Wars gesehen haben, guckt erst die alten Teile. Ist viel wichtiger. Aber chronologisch macht das doch überhaupt keinen Sinn. Ja, es ist aber für die ganze Dramatik oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll, für die ganze Story ist es viel besser, wenn du erst die alten guckst. Weißt du, sonst denkst du dir ja nichts dabei, ey, wenn Luke Skywalker auf Darth Vader trifft. Wer? Luke Skywalker auf Darth Vader. Das war der mit dem Millennium Falcon. Nein, das war Han Solo. Geil. Gut. Na komm, ey, dann, wenn niemand das haben will, dann... Ey, Barbaren sind das bei mir. Barbaren, endlich mal. Baba. Ich hoffe, die haben schon Gewehre oder sowas. Nein, Keulen. Ich baue jetzt einfach Truppen und überrenne den Typen. Welchen? Ja, den Justinian. So früh schon? Ja, klar. Ich dachte, das soll jetzt hier ein Projekt für die Ewigkeit werden. Ja, das wäre geil, ey. Aber ich will eine Insel für mich alleine haben. Verstehst du? Ja, das verstehe ich sehr gut sogar. Da ist kein Platz für andere. Deswegen sammle ich jetzt gerade meine Truppen. Und dann mache ich den fertig. Ist doch klar, ey. Das ist doch klar. So, am Anfang sind die noch unterentwickelt. Nein, die Religion Konfuzianismus hat sie noch. Nein, das ist Aberglaube, ich will das nicht. Ey, mies Nummer Uno! Yo! Wie das denn? Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Warum bin ich jetzt auf einmal Gründungsmitglied des Konfuzianismus? Das verstehe ich nicht. Ja, stimmt, diese Religion. Konfuzianismus wurde in einem fernen Land entdeckt. Dann nehme ich den jetzt einfach an, ey, ist mir doch egal. Dann nehme ich halt nicht das Christentum, ist auch in Ordnung. Halt dein Maul, Ledwig! Oh, die Barbaren kommen. Wieso wollen die eigentlich keine offenen Grenzen mit mir, die anderen? Weil die keinen Bock haben auf dich. Ich merk's. Ey, von Süden und vom Norden kommen die Barbaren. Ey, das ist aber richtig krass. Ey, das ist jetzt aber echt nicht gut. Ich nehme gleich da unten seine Stadt ein, ey, von dem Justinian. Ey. Na also, offene Grenzen, da sind wir uns ja einig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gucken, ob ich diese Schlacht gewinnen werde. Aber ich glaube mal schon. Diese Schlacht wird kein leichter sein. Axtkämpfer brauche ich. Ey, wie die einfach jetzt alles kaputt machen hier bei mir. Das ist nicht nett. Wieso machen die das? Ich habe keine Ahnung, ich habe dir nichts getan. Du warst immer friedlich zu allen. Eigentlich ja. Das sind wie viele Barbaren? 1, 2, 3? Ja komm, ich baue gleich einen Axtkämpfer. Mann, das geht mir auf die Eier. Ja. Ihr habt die Reiterei entdeckt. Die Reiterei entdeckt. Ey, da kommen Barbaren, ich glaub's nicht. Brauche ich noch ein bisschen Einheiten? Ja, ja, doch. Da sind Barbaren in meinem Land. Und die Pisser, ey, die wollen mein Dings zerstören, meinen Reiterhof. Ein Reiterhof? Ein Ponyhof. Ey, die sind gestorben gegen die Barbaren, ey, meine Keulenträger. Ich begreife es nicht. Na also, darauf habe ich doch gewartet.
Nachdem die alles geplündert haben, ey. Na, die sind nicht gut gegen Fernkämpfer. Oh, ey, das wird gleich ein leichtes, ey, den zu überrennen. Ein leichtes? Er hat echt meine Stallung zerstört, ey. Das war aber nicht sehr nett von ihm. Nee. Aber mir sind gerade die Hände gebunden. Wie er es verwüstet, ey. Der rastet richtig aus. Ah, muss ich ihn echt töten. So. Haha. Bringt sie um. Ey, jetzt sterben meine Bogenschützen, oder was? Nein, danke Gott. Hey, was macht meine Mutter denn da oben schon wieder? Nee, nee, nee! Alles muss man alleine machen. Richtig, ey, das denke ich mir auch gerade. Die Milch kocht über! Schon muss man Überblick wegen Erbrecht, war Erbrecht ganz cool, oder? Also ich habe Erbrecht angenommen. Ja, mach ich auch. Mathematik. Na, ich erforsche einfach Segel, ey, damit das weg ist. Ihr habt die Monarchie entdeckt. Ey, jetzt habe ich eine fette Trupps, ey. Jetzt gehe ich da rein. Echt? Fette Trupps? Ja. Keulenschläger oder was? Prätorianer. Ah, die sind stark. Die sind sehr, sehr stark. Und Axtkämpfer habe ich mitgenommen noch. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber wenn das jetzt in die Hose geht, dann ist dir klar, dass das dann... ein langer Krieg wird. Ja. Ey, weißt du, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ey. Das ist natürlich richtig. Hast du denn auch hier Dings, Katapulte und so? Brauche ich nicht. Hat er keine Verteidigung oder was? Bei Meißen hat er keine Stadtmauern. Ja, aber es sind ja trotzdem 20-40%. Ja, meine Truppen sind viel zu hoch entwickelt. Und am Ende beschwerst du dich wieder. Ja, klar beschwere ich mich. Ja, klar. Na klar. Ich greife jetzt einfach die Stadt an. Diese Stadt. So, die Stadt habe ich schon mal eingenommen. Gegen Justinian, der muss jetzt richtig pisst sein. Die habe ich auch getötet. Ah, geht mal da hin, so. Ey, geil, der hat nur so einen kleinen Zipfel. Mehr hat der gar nicht. Hoffe ich mal. Dieses Spiel strotzt vor Action. Na, richtig geil, ey. Weißt du, aber wenn es den Leuten nicht gefällt, dann brauchen sie es ja nicht gucken, weißt du? Das ist unser 1000 Abo-Special. Ja, nein, ey. Das ist ein Langzeit-Projekt, ey. Project doch. Ich werde jetzt ein paar Leute verlieren gegen deine Bogenschützen, aber ist egal. Ah, doch nicht. Hm, geil. Jo, geil. Jo, geil, ey. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen mit Glück abhängig, ob man gewinnt oder nicht. So wie jetzt. Jetzt habe ich nämlich meine ganzen Truppen verloren. Ja, bin einen neuen Statthalter, so. Ist das geil. Wie lange das dauert. Ey, der Krieg dauert halt. Am Arsch. Am Arsch. Ich möchte ja auch kämpfen. Ey, da sind Typen, die bei mir eindringen wollen. Ey, nicht dein Ernst. Doch. Oh Mann. Ludwig die Sau. Ach, der Krieg, oder was? Nein, er hat das Massaker vor mir entdeckt, gebaut. Eine Runde zuvor. Das ist tragisch. Ja. Voll viel verschwendet, viel Zeit. Übelster Verschwender. Es gibt Sache, ich mach gleich Krieg gegen den. Der hat nur drei Städte. Ich weiß nicht, wie viel er hier hat. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ach, da ist schon Konstantinopel. Hey, das hört sich ja fein an. Ja.
muss man die nur noch einnehmen können. Weißt du? Ja, das ist richtig. Das ist doch gewiss ganz doll weh. Das Branding. Das tut doch weh. Oh, bist du rechts auf der Karte oder links? Links. Ehrlich? Ja. Ich bin rechts, also Mitte. Na, ist doch geil. Ja, aber das heißt, rechts muss noch übelst viel Platz. Ah, was? Geil! Die haben überhaupt keinen Platz da oben. Ich kann die locker jetzt zubauen, dass sie nicht mehr weiterkommen. Das wird mein Ziel sein. Ich versuche gerade seine Hauptstadt einzunehmen. Ja, das hört sich auch gut an. Wenn ich schaffe, du kennst das ja. Ah, der hat schon hier angebaut, so ein Arsch. Okay. Okay. Ich sollte nicht damit angreifen, das wenigstens. Oh shit, ey. Ich darf mich nicht aufregen. Shit! Schlag ihn okay. Zu Brei. Ich werde anfangen, meine Armee aufzubauen. Und zwar mit Knüppelträgern. Hey, deine scheiß Streitwagen haben mich zerfetzt. Hättest mal ein paar Speerkämpfer gebaut. Hätte, Fahrradkette. Du fährst Fahrrad? Ja, benennt einen neuen Statthalter. Das heißt, Städte hast du jetzt schon eingenommen. Ja. Das heißt, er hat jetzt nur noch eine. Na, hat er auch nur noch. Und dann kommst du mit ganz vielen Schiffen hier rüber. Mhm. Und machst den rechts auch noch platt. Nein. Warum nicht? Weil ich das vielleicht nicht will. Okay. Nein, ich helfe dir natürlich. Okay, Herr Maulwurf. Herr Maulwurf. Dann wollen wir mal schauen, ne? Meine Atomraketen sind schon scharf. Das wäre geil, ey. Ich muss nur gerade hinnehmen, dass ein paar Keulenträger durch mein Land marodieren. Und alles zerstören. Und ich habe meine Forschung ist fast im Arsch. Oh, er hat da neue Städte gebaut! Damit hättest du rechnen müssen. Hätte ich? Ja klar, der muss ja irgendwie fliehen. Nee. Ich fass es nicht. Ich begreife es nicht. Er hat da noch mehr Sachen. Ich kann ja Charmeur am Tisch hier. Kleine Charmeur am Tisch, hallo. Ey, ich muss jetzt mein ganzes Gold opfern dafür. Ich setz auf Gold. Skyfall. Ey, bald. Mhm. November. November. Haben wir uns einen Überblick. Ja, Leibeigenschaften ist. Ja, nehmen wir doch. Revolution. Man muss immer noch so. Es gibt immer eine Revolution, wenn man sowas macht. Das ist wahr. Aber am Ende. Natürlich hat man seine dummen Keulenträger, die gehen mir richtig auf den Sack. Ja. Die sind noch sehr gefährlich. Nö. Nein. Nein! Ach, ist das witzig. Komm, haben wir den Militärding dahin, ey. Leonidas habe ich, ey, großer General. Wie, jetzt schon? Ja, Leonidas. Übel. Vielleicht sollte ich dich zuerst auslöschen. Du kommst doch gar nicht bis zu mir hin, ey. So, mit meiner... Mit meinem Raketen-U-Boot. 75 nach Christus. Ja.
Halte ich für sehr logisch. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wie ich das mache. Ich verliere so viel Gold, ich habe kaum Forschung. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Ja, man muss halt wissen, was man machen will. Das in der Waage zu halten. Das ist es, ey. Wie viel Prozent Forschung hast du denn? 60. Ja, ich habe 50. Also, ja, dann haben wir ja noch. Er hat drei Bogenschützentruppen in der einen Stadt hier. Das ist natürlich nicht so gut. Nee. Ja, ich werde ein paar berittene Bogenschützen bauen, aus dem einfachen Grund. Ja. Die fangen einfach seine Bautrupps ab. Und dann Friede, Freude, Eierkuchen. Friede, Freude, Eierkuchen. Okay, so einfach ist das also. Ne? Ja. Ja, ich verstehe schon. Ich bin ja schon ein genialer Feldherr. Ja, das ist... Das ist... Ja. Da sagt er nix, ey. Ja. Was soll ich da sagen, denkt er sich. Man will ja auch noch höflich bleiben, ne? Und wenn das halt nicht mehr geht, dann bleibt man lieber still. Ey, ich baue so einen Scheiß nur noch. Also, was in meiner Städten hier, in meinen Städten passiert, ist ja nicht mehr feierlich, ey. Ey, der Typ ist erfreut. Warum? Oh, der ist vorsichtig. Zu Recht, Hannibal, du bist auch gleich tot. Ihr habt die Mathematik entdeckt. Ich sollte mal mehr Einheitenauswahl machen. Ich habe nur Prätorianer, das ist nicht gut. Ja, der hat schon so viele Einheiten, das ist echt ein Problem gerade. Ich habe den Typen hier eingekesselt, der kann gar nirgendwo hin. Das ist ein kleines Licht nur noch hier. Ja gut, du hast ja auch schon so viel von ihm zerstört, aber hier bei mir, der hat halt, die haben beide halt, also der Ludwig hat nur drei Städte, aber der Dings hier, der hat vier. Wie lang ist der, wie lange haben wir schon aufgenommen? Ja, ich denke, es sind schon 5 Stunden ungefähr. Warte, ich mach mal ganz kurz.